Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PlayerUnknown's Battlegrounds. Heute mit von Böde. Also viel Spaß bei dieser Folge. Hast du ein Auto gefunden? Ja. Grau. Wollen wir einen grauen haben? Sonst würde ich den noch schnell umlackieren. Nee, grau ist gut. Sicher? Ja, der fällt nicht so auf. Na, ich kenne das ja, ne? Du stellst dich da manchmal doch ganz schön an. Ja, aber geht. Ah! Mando. Ach, weißt du, jetzt fahren wir mal rein. Ah, er hat mich überfahren. Nein, würde ich niemals. Nein. Tschüss. Na, komm mit. Oh, ja, ich bin drin, Fahr. Ach du Kacke. Es gibt Vollgas. Alles klar, Mann. Drückst du Shift? Ja, willst du mir unterstellen, ich gebe kein Vollgas? Nee. Aber wir könnten theoretisch auch rückwärts fahren. Davon moppelt. Ey, ich bin High-End-Fahrer, ja? Mhm. Also High, mir kommt das wahnsinnig schnell vor. High im Endstadium. Ja, jetzt fahren wir nicht links über die Brücke. Links? Links. Und hinteren Bereich oder willst du zu den Containern? Zu den Containern. Und da fährst du jetzt einfach durch den Zaun durch, bis du da irgendeine Halle da und dann steigen wir einfach aus und holen uns alles, was wir finden. Und bevor wir nicht alles T3 haben, gehen wir hier nicht weg. Gut, gut, ist gut. Wir brauchen das Auto noch. Mando. Was? Nix. Gut, dass wir durch selber alle gehen und die Sachen klauen. Ey, alles du! Klar. Warte, ich komme jetzt die Waffe, dir schieße ich im Kopf. Nee, dafür kriegst du 3 Tage Bann. Mit mir kannst du es ja machen. Ja, hier liegt nur eine Machete rum. Machete. Hä? Warum jetzt gemacht? Oh. Ja, genau deswegen, Mando. Nämlich Schluss mit lustig jetzt. Ich hab gedacht, du rennst wieder rum. Nein, ich hab keinen Platz. Hast du einen Rucksack gefunden? Ja, ich hab einen Rucksack gefunden. Du nicht, wa? So ein Scheiß. Würdest du mir den geben? Oh ja, warte, hier, bitte. Alles klar, komm. Ich hab irgendwie das Gefühl, das meinst du nicht ernst. Doch, natürlich, du kennst mich doch. Ja, genau. Was genau? Was willst du mir schon wieder unterstellen? Und genau deswegen läuft das mit uns beiden nicht. Ja, das ist richtig. So, jetzt hol ich mir die AK. Komm ich vorbei. Zeig sie dir mal. Oh, toll. Zeig mal. Ja. Glaubst du mir nicht, ne? Nee, traust dich eh nicht. Ja gut, hast recht. Oh, da kommt ein Airdrop. Nein, ich bin in die Tiefe gefallen. Okay, ich schick eine Karte. Hast du eine Karte geschrieben? Ich habe eine Karte geschrieben, ja. Sehr gut. Was hast du denn drauf geschrieben? Ich habe da drauf geschrieben: Hallo, du kleiner, netter Kerl, dreh dich mal um. Du hast ein Loch im Kopf. Hey, spoiler mir doch nicht. Ich will die Karte auch noch lesen. Aber du hast doch gerade gefragt. Ja. Ja, genau, das macht Sinn. Mando. Hast du schon eine Pistole? Zwei. Und? Gut? Nö. Mittelmäßig. Ich guck gerade, ich werde wahrscheinlich drauf gehen.
was zum Schießen holen. Oh, okay. Und dann habe ich überlegt, ob ich alle Gut, die nicht ins Team gehören, irgendwie veto. Oh, ja. Klingt am Plan. Also kann sein, dass ich sogar schieße. Ach so, ich dachte, da kann sein, dass du mich aus dem Team wirfst. Nein. Sowas würde ich nicht tun. Dann ist gut. Ja. Ich brauche ja noch ein bisschen erschwerte Bedingungen. Richtig. Deswegen lasse ich dich im Team. Du brauchst ja noch irgendeinen Schutz. Dass ich vor dich hinschmeiße. Nein, nicht böse, nimm mich. Wir kannten uns doch schon seit 2 Minuten. Wir haben was miteinander durch, ey. Das sag ich dir. Mindestens. Mindestens. Finde ich sogar noch viel, viel weniger. Ja, die anderen besonders dann auch, ja. Ja, klar. Der Spielbereich wird kleiner. Da macht ja gar keinen Sinn. Nee. Finde, ist kacke. Nee, ich erstmal. Ja, ist so, ne? Wenn du Rotpunkt oder sowas findest, würde ich den mitnehmen. Also hier ist sowieso insgesamt sehr bescheiden. Ja, irgendwie schon. Naja, es geht so. Also Munition habe ich, ja. Aber dann hört es auch auf. Toll. Mann, da ist der Loot toll. Total. Hier ist noch eine Zweierweste bei mir. Zweierweste? Jupp. Das ist ja schön. Möchtest du die haben? Nö, die habe ich schon. Oh, wolltest du mir nur eine Kante ans Bein quatschen oder was? Das ist richtig. Und dann ist ja gut. Bin ich ja beruhigt. Ja, kein Problem. Immer das Gleiche, ey. Das sind die Typen, die immer vom Computer hängen und keine Freunde haben. Da kommen sie in so ein Spiel und fangen dann an, einen zuzuquatschen mit irgendwelchen komischen Sachen. Ja, oder schreiben einen irgendwie per WhatsApp an. Ist so, ne? Sprechen dann komische Nachrichten drauf und so. Ja. Passiert das auch öfter, ja? Ja, aber die ist kein Problem, die ignoriere ich einfach. ich kann das nicht. Ich spiele mit denen einfach eine Runde. Jetzt müsste ich meine Ruhe haben. Apropos Ruhe, haben wir auf jeden Fall los. Oh ja. Ich kann mal gucken, wo das Auto ist. Hast du Benzin gefunden? Ich habe es gar nicht mitgenommen, aber der war ziemlich voll. Also, das ist gut. So ungefähr so wie ich, meinst du? Ja, dezent. Das ist gut. Na, tolle Wurst. Also, hast du dort hingeparkt? Ich habe das da vorne in der Garage geparkt. Ach ja, stimmt, in die große Garage. Die vorne. Ja. Bin ja ein Parker. Wieso? Irgendwie habe ich das Gefühl, du glaubst mir wieder nicht. Doch, klar. Das ist so ein bisschen wie ja, ne? Ja. Ja, entschuldigen Sie, könnten Sie mich mitnehmen? Meine? Ja, ist ja gut. Oh, dass du mich immer anschreiben musst, ey. Anschreiben, ja. Anschreiben, jedes Mal. Jedes Mal muss ich mich anschreiben. Also ich habe glaube ich einmal Verbandszeug, ja. Mann doch. ich habe einen Booster. Wir hatten ein Auto auf den Kopf gelegt. Also das gibt's. Bist du mit dem Buggy rumgefahren? Ja, ich bin mit dem Buggy rumgefahren. Achso, das ist gut. An den Rest bin ich dann hinterhergelaufen, bis ich den Wagen in der Garage gesehen habe. Dann dachte ich, okay, hier musst du sein. Das ist gut. Mando. Total. Mando.
Oh, endlich ein Motorrad. Oh. Hast recht hier drauf. Gut, dass er gesehen hat. Jeha! Jeha! War nur aus vor lauter Freude. Oh! Das ist meins! Lass es! Ich erschieß dich! Ich okay, erschieß Licht! Dich. Okay, Licht hier! Licht! Dann nimm's doch mit! Das liegt ja nicht! Doch, da liegt neben dem Container! Oh nein, du, warum machst du denn sowas? Du hast das jetzt deins! Jetzt ist die Zone da, na super! Toll! Hast du toll gemacht, ich mach Damage! Jetzt ist vorbei! Ich hab's mir ja nicht getraut mitzunehmen! Hab ich dich wieder total eingeschüchtert! Aber sowas von! Ich hab lauter Angst fallen lassen. Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, ja, mein Herz! So, jetzt kommt ein Huckel und wir sind tot. Wir sind der fliegende Baron von. Aua! Aua! Fast da rum! Aua! Noch ein Treffer, dann bin ich tot! Aua! Meinst du jetzt mit dem Motorrad besser? Ja, weiß ich nicht. Mando. Du bist weg? Warum? Du fällst ja fast um. Was soll ich denn bei dir? Du bist nur eine Belastung. Oh, mehr konnte ich jetzt nicht. Hilf mir, bitte gib mir was. Bitte. Es tut so weh. Ja, nimm. Danke. Oh, zum Glück, danke. Oh, du bist so oh. Du bist so oh. Mando. Hast du jetzt eigentlich noch irgendein Visier? Nee, ich hab dir das gegeben. Was möchtest du denn haben? Möchtest du ein 2 haben? Dann musst du es mir aber den Rotpunkt geben. Nee, das reicht mir, weil ich hab so ein blödes. Oder willst du lieber das Rotpunkt? Also mir ist es gleich. Hast du hast ein 8er da drauf? Ja, willst du es haben? Ich bin kein Fan von 8er. Ja, weiß ich nicht. Willst du da tauschen gegen den 4er? Ja, würde ich machen. Ich bin echt kein 8er-Fan. Ja, dann. Bevor du dann gar nicht hier ein Fan davon bist. Mando. Okay, ich glaube, wir sollten. Wollen wir weiter? Nö, mir gefällt das hier. Warum willst du mal so schnell wieder umziehen? Naja, hier, guck mal. Miete nicht bezahlt, so. Ja, gut, dann komm. Dann schicken sie bald wieder die Leute hier, die Inkasso-Firma. Okay, dann muss aber hier drauf kommen. Mach hin. So. Yeah! Schön festhalten. Du, ich kann mich mit einer Hand festhalten. Hab ich vorhin gesehen und dann hast du auch mal Damage bekommen. Und dann hast du wieder jemand auf mich geschossen. Ja. Nur weil du dich nie richtig festhältst. Anstatt wie ich dich auch nicht. Oh, das kitzelt immer so im Bauch, wenn wir so fliegen. Ja. Mando, hast du einen Schuss? So, als Kind hat das immer einen Pullermann gekillert. Bei so Straßenhuckel. Ja. Schon lange her, aber ich kann mich noch dran erinnern. Als ob es gestern gewesen. Oh, hier ist gut. Hier kommen wir. Oh ja, oh, hier bleiben wir. Genau hier. Das Problem wir müssen jetzt... Ja? Ich komme nicht noch vorbei. Das Problem ist, wir müssen jetzt gewinnen. Damit die Folge online geht auf YouTube. Total. Ich weiß schon, wie ich die ja nenne. Kitzler Pullermann. Gut, das hast du gesagt. Ich wollte sie nennen Spaß, aber wenn du die unbedingt so haben willst. Ja, okay, nee. Spaß ist auch okay. Nö. Ja, man muss ja, du hast ja recht, man muss ja nicht immer so direkt ins Dings fallen, ne? Also. Wo willst du hinfallen? Man muss ja nicht so direkt mit der Tür ins Haus. Ja. Bist du mal mutig, hier so rumzulaufen? Nee, hier ist keiner. Ja, gut. Ich hab eben gecheckt. Warum die letzten Worte? Nee, hier ist keiner. Ja, ich suche ja mal kurz zwischen den Baumstämmen. Was suchst du denn da? Hier ist keiner. Mehlwürmer oder was? Nee, hier ist keiner. Jetzt kommst du ja mal langsam hier reingewackelt. Echt? Wollen wir uns da drin hinsetzen? Oh, hier, da ist Schall gedämpft in der Nähe. Ja, das habe ich auch gehört. Meinst du, hier ist cool? Ja, weiß ich nicht.
war denn für ein Geräusch? Brauchst du noch irgendwie Fünfer? Fünfer habe ich genügend. Brauchst du noch? Brauchst du sieben, ne? Ne, da habe ich 150. Ich habe jeweils 150 von beiden. So, ich habe noch 45 Siebener, die ich nicht brauche. Ja, wenn du die gar nicht brauchst, dann schmeiß ich ihn. So. Ja, brauche ich gar nicht. Und Fünfer brauchst du nicht? Nee, brauche ich nicht. Brauchst du Fünfer? Nee. Okay, jetzt müssen wir gucken. Mando. Also hier im Haus ist natürlich schon ein bisschen... Ja, wo willst du denn hingehen? Sollen wir draußen gehen? Ja, vielleicht eher so ein bisschen ein Hügel oder so. Hier ist so... Ja gut, dann komm. Guck mal, da und wenn du dann da ja, komm, ist da vielleicht... Komm. Jetzt schrei mich doch nicht an. Okay, gut. Warte, ich komme. Ey, hier ist doch super. Guck mal. Voll geil. Okay, hier oben ist auch geil. Geil. Oder hier oben, wo wir unser Motorrad hingestellt haben. Mensch. Meinst du, hier sind welche? Nee, hinter uns? Glaube ich nicht. Da vorne die Geräusche, die kommen von der Bassmaschine. Nee, ich habe schon wieder das Mikro so sensibel eingestellt. Tut mir leid. Ach, wieder die Bohnensuppe, sagst du heute? Ja, es ist wieder Bohnensuppe. Mando. Ich habe leider keinen Schalli. Ja, Mensch. Das ist ein Problem in unserer heutigen Gesellschaft. Ja. Kenn ich. Wenn man hier mal am Schreien ist. Oh, da kommt jetzt aber auch hier Norden, ne? Norden. Was Norden? Wenn du was siehst, sag Bescheid. Nee, ich hab da gehört. Was hörst du denn da? Kleine Knallerbsen. Kennst du diese kleinen Knallerbsen? Ja, diesen Knallerbsenstrauch. Kennst du den? Nee, kenne ich nicht. Diese gehört. Weißen Erbsen, die man dann immer auf den Boden haut? Die weißen Erbsen, die man auf den Boden haut? Dann mach ich mal mit Essen, die wachsen an so einem Strauch. Und als Kind waren das immer so Knallerbsen. Knallerbsenstrauch. Ja, wenn man da auf den Boden geschmissen hat, dann haben sie mal Tock gemacht. Die machen Tock? Ja, das war kein richtiger Knall, das war mehr ein Tock, aber man konnte sie ja nicht Tockerbsen nennen, man hat sie Knallerbsen genannt. Und Tockerbsen wäre dann wohl lustig gewesen. Schon, ne? Ja, so ein bisschen. Aber so weit denkst du ja nicht als Kind. Das ist richtig. Ja. Weißt du, da freust du dich ja, dass eine Bodenwelle killert. Das ist richtig. Das ist richtig. Wer killt denn? Ja, die Bodenwelle. Apropos Bohnenwelle. Bohnen. Wie? Habe ich schon wieder? Entschuldigung. Ja, macht nichts. Wir müssen gleich ein bisschen weiter, ne? Ja, wollen wir ein bisschen vorgehen? Ich warte eigentlich noch auf dem, was von hinten kommt. Guck einfach mal hier so. NE. Warum? War alleine. Okay. Ich hätte jetzt fast aufgeräumt da, ne? Jo, habe ich schon. Wo soll's denn hingehen überhaupt? Ich glaube in die nächste Zone, würde ich sagen. Milter. Boah, keine Ahnung, ich habe nicht auf die Karte geguckt. Ich warte immer noch auf dem, was hinter uns hinterherkommt. Guck hier auch mal ein bisschen nach hinten mit um, aus deiner Position. Ja, schau ich. Ich glaube, wir laufen gleich hinterher, oder? Das sowieso. Ich denke, die laufen da direkt zum Kreis. Die werden hier oben nicht langkommen. Du siehst bei dir nichts, oder? Nee. Ich sehe gerade auch noch nichts.
Okay, Zone kommt. Uiuiui, diese Brechbohnen. Hätte ich den einfach nur noch looten gehen können. Ja, wäre vielleicht an sich gar nicht mal so schlecht gewesen. Na, jetzt ist es so spät. Okay, go. Immer noch Charlies? Okay, wir nutzen den Wald. Sei der Wald. Guck dich ein bisschen mit dem Vierer um, ob du irgendwas siehst. Ja, habe ich mal gemacht hier, so. Bäume. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Bei dir auch Wald? Ja, so ein bisschen. Also laut Karte müsste hier Wald sein. Oh. Okay, so weit haben wir es jetzt auch nicht. Wow! Was ist auf dich? Wow! Ich sehe ihn! Ja. Von wo? Ich habe einen ausgenockt. SR-120. Ei! Immer noch? Ja. Von wo denn? Westen oder was? Sind beide tot. Okay. Sind beide weg. Gibt's ja, ich habe die überhaupt nicht orten können. Komm zu dir gekrabbelt. Ach so, du bist auch ein Sack, ja, ja. Auch. Ja, okay. Ich dachte, das siehst du. Ja, normalerweise schon, aber sag doch was. Bleib stehen. Oha. Komm, lass uns das durchstehen. Hast du noch irgendwas zum Heilen für dich? Ja, ich lauf mal schnell. Hast du noch irgendwas zum Heilen für dich? Ja, ja, gleich. Ich will nur mal kurz wegen... Was denn? So. Ich hab zumindest noch Verbände. Wollte wegen du dem hast Laufen nur noch Verbände? Nicht, ja. Oh mein Gott, sag das doch. Hier liegt. Nimm. Ah. Oh, kommt immer näher, oder was? Ja, der ist direkt hier oben. Da hört sich an wie ein Knallerbsenstrauch. Wir müssen weiter in 3 Sekunden. Hast du den genommen? Ja. Gut, weiter. Guck du nach vorne ein bisschen. Ich versuche hinten abzudecken. Komm, wir müssen uns jetzt schnell eine Position suchen. Am besten der Stein vor uns irgendwie so weit. Ja, hab ich mir eben auch gedacht. Wo sind die? Ich sehe sie noch nicht rennen. Oh, da unten ist wer? An der Straße. Bitte Richtung? Süden. Sehe ich. Warte eben, ich. Die von hinten sind eine größere Bedrohung gerade. Ja. Ich sehe die aber nicht. Siehst du Süden noch? Hast du Süden noch im Blick? Ja, laufen gerade Richtung 210 Richtung Küste. Da hinten, okay. Ich sehe sie hier oben noch nicht. Oh, verdammt, wir sind nicht in der Zone. Kommt schon wieder. Wo sind unsere Kollegen von hinten? Sehe sie leider nicht. Die könnten wir jetzt hier schön schießen. Die liegen, die krabbeln. Wo? Oh ja. Südwesten. Ich rechts, du links? Ja, weiter drauf. Gehst du mal down? Der hat er so gefressen. Der hat so gefressen gehabt. Die haben nicht mehr viel. Du bist an den Ring gerannt. Die sind beide 210. Ja. So, oh. Den habe ich. Ach, scheiße, Alter. Der ist aber gut gerannt, ey. Penner. Sein Kollege müsste hier schon links sein. Ja. Bin schon ein bisschen rein. Weil die Zone gleich kommt. 47 ja, noch.
Nee, die sind beide rechts gewesen. Beide? Der eine hat dem anderen aufgeholfen. Ich habe den gerade rennen gesehen. Die sind auf SW in dem Haus ungefähr. Okay, da laufen noch welche Süden von hinten Richtung Häuser. Süden. Süden, ja, siehst du jetzt nicht mehr. Ich hab's ja hinter den. Hast du gesehen, ja? Nee, leider nicht. Wir müssen. Wir sind ein bisschen geschützt von der Stadt. Moment. Warte, ich hab gesagt, da oben liegt einer. Wo liegt der? Nee, ist keiner. War nur. Hab ich erst gedacht. Irgendwo sind hier noch welche auf dem Berg. Nicht auf uns oder auf dich? Nee, leider nicht. Nee, nicht leider nicht, aber jetzt zum Glück. Leider nicht. Oh. Leider nicht. Keiner schießt auf mich. Okay, ich bin gerade drin. Ah, da hinten sehe ich sie. Bitte Richtung. 330. Noch unter dem. Was ist das? Ein Turm da hinten? 330? Ja, von meiner Position jetzt auf 300. Da steht ein Auto und Jeep. Da ist ein Gebäude. Siehst du? Ja, hab einen. Siehst du noch mehr? Nee. Aber die links von uns sind auch gefährlicher. Oh, bei, wir müssen auch schon wieder. Ich habe keine Rauchgranaten bei, nichts. Ich habe auch nur eine Granate. Normal HE, oder? Ja. Yep. Okay. Dann rüste die halt irgendwie schon mal aus oder so. Ja, leg dich hin. So, einer habe ich ausgenockt. Ich komme zu dir gerannt, pass auf. Vorne sind immer noch welche. Gott, wo bist du denn? Ich bin hier im Gebäude drin. Okay. Sein Kollege müsste... Scheiße, ich muss ihn so raufen. Vor unserem Auto. Wow, hinter uns. Ah, oh, fuck, drin. Nein. Drin. Voll reingerannt, Alter. Nein, ich habe deine Schritte gehört. Ich wusste nicht, welche Richtung, rechts oder links. Ich hab ja, deine ich bin direkt gehört. Auf sie zugerannt, Alter. Kacke, ey. Oh. So was blöd, ich konnte gar nicht so schnell schalten. Ich auch nicht. Ich dachte, geil, hier ist eine coole Stelle und dann sitzen da zwei gleich, ey. Ach ja.